Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever 2 hier bei mir im Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind hier weiterhin noch auf unserer tropischen Insel. Hier. Ah, wunderschön. Richtig gut zum Urlaub machen. Heute werden wir uns um die Verteilung von Brot und Nahrungsmittel nach Seoul und Singapur. Erstmal nur nach Seoul, vielleicht noch nach Singapur kümmern. Je nachdem, was halt unser Budget hergibt. Aktuell haben wir, also wir haben ja hier vorne schon einen Bauernhof und dort haben wir Lebensmittelfabrik. Na, vielleicht pusht uns das ja dann ein bisschen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Natürlich müssen wir hier die Straße wieder ein wenig anpassen. Hier schön am Beach entlang. Ich werde jetzt auch mal hier gleich die mittlere Straße verwenden. Beziehungsweise ein klein wenig von dem da und ein klein wenig von dem hier. Oh, hey. Einfach, dass es eine Art Hauptstraße ist. Die wird dann früher oder später natürlich auch asphaltiert. So. Dort hinter müssen wir. Gut. Ich denke mal, so schaut das schon mal ganz gut aus. Wir können ja hier noch ein bisschen upgraden. Schadet definitiv Krümmung zu groß. Eieiei. Ja, ich glaube, Krümmung ist hier wirklich zu groß. Aber das ist an sich kein Problem, weil wir einfach hier vorne. So. Kurz ein bisschen drehen. Hier vorne abliefern, das passt dann soweit, würde ich sagen. Okay. Gut. Oh, wir sollten vielleicht das hier auch noch erweitern. Mal hier in die Straße rein. Ja, ich denke mal, so schaut das schon mal ganz gut aus. Wir haben es natürlich wieder hier auf der verkehrten Seite. Echt jetzt? Danke. Okay, so nicht. Ja, ich glaube, so schaut das schon mal ganz gut aus. Wir könnten ja einfach das hier hinbauen, hier vorne. So, ich glaube, so schaut das schon mal ganz gut aus. Also für diejenigen, die den Map-Editor nicht geguckt haben. Ja, hier. Das hier ist übrigens eine Obstplantage. Ja, wir haben hier auf der Seite Bananenbäume. Ja, das sind Bananenstauden. Und hier auf der rechten Seite haben wir Limetten bzw. ja, Lemon Trees. Also ja, Limetten oder Limonen oder Zitronen. Ja, nee, Limonen, Limetten, so ist es richtig. So. Und da läutet das Telefon. Ich muss leider da mal ganz kurz rangehen. So, es tut mir unsagbar leid. Jetzt, wo waren wir? Ja, genau. Wir müssen das dann natürlich auch noch hier irgendwo anliefern. Oder was heißt irgendwo? Wir sollten erstmal die ganzen Fahrzeuge eigentlich ersetzen. Oh. Okay, und jetzt, ich habe es getestet. Also, hier ist das Problem. Ich mache hier mal kurz auf Pause, es ploppt jetzt zwar wahrscheinlich hier alles auf. So, es gibt ja keine, ich ersetze es bei so und so viel Prozent, sondern es wurde etwas realistischer gestaltet. Man kann hier den Unterhalt bzw. die Wartung hochsetzen. Wenn man jetzt hier das mal anschaut,
Straßenfahrzeug 2 hat die Lebensdauer erreicht und sollte ersetzt oder gewartet werden. So, das hier ist die Wartung. Wenn ich hier jetzt auf 50 hochgehen würde für alle Fahrzeuge, dann würde zwar der Unterhalt pro Monat teurer ausfallen oder höher ausfallen, aber es regeneriert sich dieser Status hier. Moment, ich schaue es mal ganz kurz. Genau, die Bedingung. Die Bedingung ist im Endeffekt der Zustand des Fahrzeugs. Wenn die hier ganz oben ist, mal kurz schauen. So, wenn die hier auf sehr gut ist, dann hat die im Endeffekt 97% in dem Fall jetzt. Und bei sehr schlecht hat sie halt eben 0%. Und sobald die 0% erreicht sind, kommt eben diese Meldung mit: Hey, pass mal auf, du solltest das vielleicht austauschen. Genau, und wenn ich hier die Wartung auf sehr hoch setze, dann werden die Betriebskosten zwar um 50% erhöht, aber es wird jedes Mal der Zustand des Fahrzeugs, wenn es oder über Zeit, sage ich mal, wird einfach der Zustand des Fahrzeugs erhöht, ja, bis er wieder bei 100% ist. Was aber nicht passiert, ist, dass der Wert sich wieder erhöht. Also, der Wert sinkt. Und irgendwann ist das Fahrzeug einfach nur noch Cent wert, aber in einem guten Zustand. Ja. Genau, das habe ich mittlerweile herausgefunden und das könnte euch eventuell sogar weiterhelfen. So, also hier brauchen wir auch den asiatischen Pferdepritschenwagen. Da können wir aber noch nicht alle austauschen. Noch nicht gleich, sagen wir es mal so. 570.000. Ich schaue jetzt mal, wie weit das ich runtergehen muss. Ah ja, Russian Glass PV. So. ...453.000, das reicht noch nicht ganz. Ah ja, wobei, den können wir auch rausnehmen. Ja, jetzt kommen die alle halt. Jetzt müssen wir die halt alle austauschen, das hilft nicht. So. Jetzt habe ich den Großteil schon mal ausgetauscht. Ja, ich würde die halt eigentlich schon gerne behalten. Die vier Fahrzeuge hier. Was kostet mich, wenn ich die jetzt mache? 120.000. Ah, das ist schon ärgerlich, das ist schon ärgerlich. So, natürlich, je schlechter die Bedingungen sind, umso höher werden die Betriebskosten pro Jahr dann oder auch. Gehe ich mal davon aus. Wir haben jetzt halt hier 3.800, ja okay, das können wir jetzt halt nicht wirklich vergleichen. Ja, die Troika hat, ja genau, hier 2.999 und hier sind wir schon beim Doppelten fast, oder was heißt, 2.000 mehr bei Very Bad. Ja. So, da la. Rungenwagen? Ah ja, nein, falsch. So, jetzt ist das schon mal erledigt. Was müssen wir denn noch tauschen? Bestimmt noch irgendwas zu tauschen. Wir können ja hier einfach mal suchen nach Alter. Den ganzen Spaß hier, die ganzen Busse. Okay, das ist nur die Troika. Da haben wir gar nichts anderes mehr. Oh. Interessant. Okay, hier sind wir bei 2099. Also, oh. Dann weiß ich eigentlich gar nicht, was die schlechten Bedingungen verursachen, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, 2099 ist ja im Endeffekt das, was sie von vornherein kosten. 2099, ja. Und der Wert, der geht halt nach unten, das ist ja ganz okay. Ah, vielleicht macht das, oder vielleicht wirkt sich das wieder auf der Stadtwachstum aus. Das kann natürlich auch sein. Ich denke, dem werde ich nochmal auf den Grund gehen. Qualität Verkehr, Qualität Haltestellen. Nee, also hier sieht man jetzt nichts. Reiseziele, Privatverkehr. Dem werde ich auf jeden Fall nochmal auf den Grund gehen.
Ich sehe jetzt halt hier ehrlich gesagt eigentlich nicht wirklich was auf das, was sich auswirkt. Ja, schade. Also hier haben wir auch 5043, hier sind wir 5043 pro Jahr. Alter sind 2 Jahre, der Wert ist nach unten gegangen, das wo ich auch voll und ganz verstehe. Die Emissionen sind bei 62, genau wie hier. Ah, das könnte ich noch nachschauen. Vielleicht, dass es wirklich eine Emissionssache ist. Gehen wir hier mal rein zu den Bussen. Okay, hier haben wir 67. Und hier haben wir 63. Ah, okay, gut. Das wirkt sich quasi auf die Emission aus. Ah, interessant. Also ist es eigentlich egal, ob ich die austausche oder nicht. Es ist halt einfach nur lauter und dreckiger und schmutziger und ekelhafter. Und das wirkt sich wiederum halt auf die Stadt aus, auf das Stadtwachstum. Aktuell schrumpfen wir aus irgendeinem Grund in Chennai. Aha, aber warum? Mittelmäßig. 43 Einwohner. Ja, ich bin überfragt. Aber wenn es bloß die Emission ist, dann ist mir das ab sofort eigentlich relativ egal, ob ich die austausche oder nicht. Wenn ich gerade keine Kohle habe, dann tausche ich sie halt nicht aus. Ist halt dann so. So, beziehungsweise die kann ich ja austauschen. So. Ja, jetzt sind wir Emission wieder bei 63 und nicht bei 67. Ist ja dann okay. 26 Jahre, die kann man auch austauschen. Das kostet uns 129.000. Ja, die könnte ich eigentlich fast reparieren lassen. Wir können das ja jetzt mal quasi live anschauen. Also dieses Fahrzeug hier wird als einziges jetzt mal auf sehr hoch gesetzt. Und die Details sagen, sehr gut. Wow. Ah, zurück. Wir haben das falsche Fahrzeug erwischt. Okay. Also, das hier hat einen sehr schlechten Zustand. Wir gehen jetzt halt hier mal auf sehr hoch und lassen laufen. So, der fährt und fährt und fährt. Wir sind hier bei 35% aktuell. Immer noch bei 35%. Hey, Vorführeffekt. Echt jetzt? Ah, jetzt sind wir auf mittelmäßig. 10% nach oben. Ja. Und jetzt halt über Zeit wird das halt einfach immer mehr. Normalerweise. Unterhalt sehr hoch. Das heißt aber, dass wir pro Jahr 4048 Unterhalt bezahlen. Ja, das sind wir schon bei 55%. Sind wir schon bei gut. Ja, und jetzt ist auch die Emission wieder um 1 nach unten gegangen. Jetzt sind wir hier. Ach ja, da hier. Guter Fahrzeugstand. Dementsprechend die Emission 63 plus 1, weil es gut ist. Wenn es sehr gut ist, dann haben wir eine Emission von 63. Wow. Wow, was wir heute alles rausfinden. Eieieiei. So, ich setze die Wartung jetzt wieder auf normal. Das Problem ist, ich habe jetzt halt hier 10 Fahrzeuge. Und bezahle jetzt 3000, also nochmal 1500, nochmal 15.000 mehr. Wie schaut es mit der Linie aus? Die Linie ist die Shanghai Bus L1. Wir würden dann Minus machen. Wow. Wir würden dann Minus machen, ja, super. Schön. Okay. Hier haben wir 2, 4, 6. 2, 4. Einfach nochmal. Das ist der Fernbus. Ja, der von
Chennai nach Seoul geht. So. So, die Frage ist, möchten wir erst den Zug eventuell ersetzen? Ich glaube schon. Warum nicht? So, wir haben ja die Klasse PV noch bekommen. Lokomotiven dieser Baureihe wurden in Kolomna auf Basis einer Borsig-Lokomotive gebaut. Spätere Modelle wurden mit als revolutionären Westinghouse-Bremsen ausgestattet. Mit damals revolutionären, so ist es richtig. Okay, der fährt 64 km/h. Das heißt, ich kann hier 7 mal anhängen. Ja, wir tauschen hier erstmal gar nichts aus. Wow. Okay, also dann kümmern wir uns jetzt erstmal um den Spaß hier. Also, Saul. Das hier, ja, perfekt. Wir konfigurieren jetzt hier den einfach zu einem Cargo. Man kann übrigens auch jetzt sagen, hier, ich entferne das und möchte hier Cargo haben. Das geht ohne Probleme. Ja, dann haben wir auch eine Liedfahrsäule jetzt hier mit dabei. Heißt, die heißen so, oder? Liedfahrsäule? Ja, ich glaube schon. Was haben wir hier drauf? Wohlsee. Und The Dress. Irgendwas steht da oben noch. Es ist leider die Sonne ein bisschen. Ich glaube, Sonnwald kann das sein. Ja, Sonnwald am Wohlsee. Ah ja, cool. Wieder was Neues entdeckt. So, dann brauchen wir natürlich noch eine neue Linie. Neue Linie, ja, danke. Von hier nach da. Okay, ich will hier nicht im Kreis fahren, ich mache hier zwei Linien. Das hier ist, Saulbrot LKW. Und eine weitere Linie soll von hier nach da gehen. Getreide nennen wir das jetzt mal. LKW. Gut. Jetzt schauen wir, dass wir vielleicht ein paar kaufen. Ich würde am liebsten eigentlich hier mal ein Depot hinsetzen. Beziehungsweise, ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal hier hin. Und drehen. So. Okay. Die ersten Fahrzeuge. Schade. Machen wir mal 10 Stück. Die schicken wir jetzt halt einfach mal nach Getreide. Die lassen wir jetzt ein bisschen laufen. Erst wenn die hier angekommen sind. Also normalerweise sollte das jetzt schon getriggert haben. Ja, perfekt. Man kann übrigens einfach hier Getreide abholen und zu Brot liefern. Ja, und dann wird einfach im Lager das immer höher aufgestockt. Aber auch wenn es nichts produziert. Ja, das habe ich zum Beispiel beim Stahl mal aus Versehen gemacht. Das war eher unabsichtlich, aber ich habe es gemacht. Ja. Wie schaut es denn jetzt linientechnisch aus? Ertragstechnisch, so ist es richtig. Wir machen eigentlich nur... wir machen mit allen Linien momentan Gewinn. Sehr schön. Dann bin ich sehr begeistert. Hier sind alle Busse besetzt. Wow. Und hier warten 5 Leute. Ja, okay, gut. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, das hier macht mir schon ein bisschen mehr Sorgen. Ich hoffe, dass demnächst jetzt mal ein Bus reinkommt. Ich meine, wir sind jetzt 1880 und fahren noch immer mit den Rikschas spazieren. Beziehungsweise mit dem Pferderikschas. So ist es richtig. Chelyabinsk. Haben wir hier irgendwo Steine? Kohle. Ja, hier ist Stein. Und hier ist Baumaterial. Ja, die würde ich nämlich auch schon langsam mal antreiben. Ich glaube, dass es eine coole Stadt wird mit dem Wald.
Okay. Wow, also wundert mich, dass ihr da hochgefahren seid und nicht hier runter und dann rüber. Das ist nicht sehr schlau von euch. Ich würde sagen, dann schicken wir jetzt noch gleich nochmal 10 hinterher. Die schicken wir jetzt halt auch zum Getreide, weil die werden wir auf jeden Fall brauchen. Hier schaut so aus, als wird es hier eine Straßenverbindung eigentlich geben. Hm? Ja, passt. Okay. Dakar. Ja, das ist halt... Die längeren Ketten sind halt echt schwierig umzusetzen. Ja, wobei, hier geht's. Na, könnte man sogar überlegen, dass wir Dakar auch noch ein bisschen mitentwickeln. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? So. Und jetzt schicken wir einfach mal 15 von denen hier los. So, kaufen. Und die schicken wir auf Saulbrot. Mhm. Schaut gut aus. Jetzt wird das hier auch schon mal ein bisschen stabiler. 75.000 im Jahr, das ist eigentlich gar nichts. Schaut es hier aus? Okay, 23 Einheiten. Ja, es ist halt, auf der Linie auch, sehr, eine sehr weite Strecke, muss man auch dazu sagen. Wir können ja hier einfach nochmal, wisst ihr was, 20 Fahrzeuge einfach mit dazu bauen. Jetzt haben wir 40 Fahrzeuge, ich denke, das sollte jetzt auf jeden Fall reichen. Erstmal, um das hier ein bisschen stärker in Schwung zu bringen. So, ich will jetzt schauen, ob das hier funktioniert. Ivan! Eine Tram. Schön. Okay, hat das ausgereicht? Ja. Wow. Wow. Echt jetzt? Warum musst du da so eine riesengroße Kurve fahren? Shit. Faszinierend. Okay, er dreht hier um und fährt dann hier rein. Ah ja, alles klar. Okay, wie schaut es eigentlich bei euch Finanzen technisch aus? Also ihr habt immer mal gute Jahre, dann wieder mal schlechte Jahre. Zeitrahmen 31 Jahre. Die letzten 3 Jahre. Mhm. Mittelmäßig, Alter 29, 20 Jahre verbleibend. Ach ja, cool, da wird auch die Lebensdauer einfach mal angezeigt. So, 42 Passagiere mit dabei und hier sind 34 Passagiere. So. Schau ich mal, vielleicht muss ich das einfach nur noch ein bisschen breiter machen. Ja. Gut. Hier mal ein bisschen runter. So kann man Geld auch rauspulvern. Ah ja, jetzt hat. Jetzt haben wir halt den direkten Weg. Ah, schaut schon gut aus. Die alle da drauf sind. Gut. So, ich würde sagen, ich lasse euch jetzt halt hier einfach noch kurz mitfahren. Wer möchte, kann sich ja das noch mit angucken, bis wir hier unten sind. Bedanke mich schon mal fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr neu hier im Kanal seid, gerne einfach mal einen
Like da lassen und ein Abo da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich hoffe, ihr schaltet zu einem meiner nächsten Videos wieder ein. Bis dahin, mein Name ist Erakul. Ciao.